Schaut euch diese Riesenhalle hier an, ey. Ich weiß nicht, da wurden vielleicht mal Sachen drin gelagert oder zwischengelagert. Vorsicht, Lebensgefahr, nicht öffnen. Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik, die seit roundabout 10 Jahren verlassen ist. Riesen Gebäude um uns rum. Sieht schon echt cool aus. Der Michael ist auf jeden Fall wieder mit am Start. Und meine Freundin ist auch mit am Start. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich bin gespannt. Hier sieht man das nochmal. Also wie gesagt, riesen Betriebsgelände und hier zieht sich auch einfach nochmal so ein Fluss durch. Der geht da auch noch irgendwie weiter unter den Gebäuden durch. Wurde vielleicht auch mal irgendwie genutzt. Aber das ist schon beeindruckend, ne? Hier alles wieder verwuchert. So ein bisschen, ich sag's immer wieder, so ein bisschen Walking Dead Feeling wieder. So Endzeitstimmung, hier ist alles leer, riesiges Gelände. Geil, das gefällt mir. So, bis jetzt nur ein paar Gebäude mal eben reingeschaut. Das meiste ist rausgeräumt, was wir bis jetzt gesehen haben. Aber von außen ist das schon mal echt beeindruckend, das riesige Gelände hier. Diese langen Wege überall durch. Alles so ein bisschen zugewuchert wieder von der Natur. Überall hängt irgendwie so ein Blech von oben runter und macht irgendwelche Geräusche. Ganz geiles Feeling wieder hier. Ja, das ist das Coole an diesen großen Industriegebieten. Auch wenn einrichtungstechnisch nicht mehr viel vorhanden ist, oft ist das doch ein ziemlich cooles Gefühl, hier durchzulaufen. Hier im Hintergrund wahrscheinlich eine Produktionshalle. Hängen noch überall Kabel runter, Rohre und sowas alles. Aber naja, ist nicht mehr viel zu erkennen, was hier mal genau gemacht wurde jetzt. Überall nur noch Betonklötze mit irgendwelchen Metallstäben, die rausragen. Aber ansonsten ist hier nicht mehr viel zu erkennen. Irgendwie sieht das mir eher so aus, als wäre das doch ein bisschen älter. Komisch. Also wie gesagt, laut Information soll das Ding ja seit 2007 leer stehen. Aber wenn man das hier so alles sieht, dass nur noch diese Betonklötze dastehen, wo mal Maschinen drauf standen zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Dann sieht mir das doch eigentlich so ein bisschen mehr danach aus, dass das alles älter ist. Aber nun ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wurde auch ein Teil, vielleicht ist ein Teil älter und ein anderer Teil wurde mal ja, weiter genutzt. Vorsicht, Lebensgefahr, nicht öffnen. Nee, da ist auch noch eine Kette drum, um dieses Ventil da. Gut, jetzt mittlerweile kannst du es wahrscheinlich eh nicht mehr öffnen. So, dann schauen wir doch nochmal hier rein. Das sieht mir nach Badezimmer aus. Waschräume, genau. Ach ja, umkleiden. Ja, ich dachte auch, hier wäre ein anderes drin. Sah von außen ein bisschen spektakulärer aus. Ja, sah von außen ein bisschen spannender aus. Nach Schaltzentrale oder sowas ähnlichem. Aber sind Umkleiden und wohl ja, so ein paar Lagerräume. Vielleicht standen hier mal Unterlagen oder sowas. Hier ist auch noch so ein Schreibtisch. Und hier auch ein Schrank, vielleicht mal kleine Büros. Wenn ihr hier irgendwelche Baugeräusche oder Baggergeräusche im Hintergrund hört, das ist ganz komisch hier. Also irgendwas ist hier im Busch. Vorhin gelesen, dass für das Gelände wohl eine Nachnutzung ansteht. Und da draußen fährt irgendwie jemand mit einem Bagger rum, da hört man ihn. Und lädt so ein bisschen Schrott ein. Also so ein Kabeldieb oder ein Schrottdieb wird es wahrscheinlich nicht sein. Der hat mich ja vorhin auch angeschrieben, ob wir angesprochen, ob wir Bilder machen, habe ich gesagt ja. Und dann meinte er, okay, also anscheinend scheint es sogar in Ordnung zu sein, dass wir hier rumlaufen.
Ich weiß es nicht. Komisch. Hier überall auch Bahnschienen, ne? Damit die Güter und die ganzen Materialien hier schnell und möglichst viel hin und her transportiert werden kann. Und das ist, ach guck mal, das ist so eine Drehscheibe, ne? Oh. Ach krass, ey. Also so ein Riesengelände. Dann wurden hier die Waggons draufgefahren. Das Ding konnte sich halt drehen. Und dann, ja, konntest du so die Richtung wechseln. Und diese Riesentore, ey. Wahnsinn. So, da war dann Schluss, wurde vielleicht was abgelagen. Da hinten geht's noch weiter. Schaut euch diese Riesenhalle hier an, ey. Boah, da hinten noch so ein Riesenkran. Da unten sieht man die Schaufel noch dran, die blaue. Und hier unten die Schienen. So, jetzt liegt die natürlich die Vermutung nah. Ich kletter mal eben hier hoch. Oh ja, das sind. Ja, das sind verschiedene Löcher hier. Weiß nicht, da wurden vielleicht mal Sachen drin gelagert oder zwischengelagert, die der Kran sich da geschnappt hat. Und das vielleicht auch in Verbindung mit den Zügen hier, dass vielleicht was antransportiert wurde und von dem Kran dann sortiert oder irgendwie sowas in der Art. Da oben hängt so ein komisches Ding, ich weiß nicht, ob man sieht da, auf 7:30, da oben ist auch noch ein Netz drüber gespannt und hier überall diese Rohre und riesen Beton. Ja, da wurde wohl irgendwas drinne aufbewahrt. Tank oder was, keine Ahnung. Das sieht schon wirklich beeindruckend aus. Und überall hörst du die Tropfen, ja, die Geräuschkulisse, ne? Die Tropfen fallen runter überall. Da hinten stürzt, Alter, da hinten fällt irgendwas runter, keine Ahnung. Also langgehen ist hier nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall eine wirklich coole Kulisse. Ja, wir hatten letztens ja schon mal so eine Fabrik, eine alte Müllverbrennungsanlage. Ich frage mich gerade, warum hier alles auf einer anderen Sprache steht. Hier auch. Toxik, irgendwas mit giftig. Aber ich habe es gerade schon gesagt, diese Kulisse ist einfach umwerfend. Also überall Geräusche, irgendein Knacken, du hörst eigentlich durchgehend irgendetwas. Das ist ein ganz komisches Gefühl, hier durchzulaufen. Überall Metall und Rohre und Maschinen. Es ist eine ganz besondere Stimmung irgendwie, finde ich. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Fabrikanlagen und Industrie und sowas, aber das hat doch immer so ein besonderes Feeling. So, wir laufen jetzt nochmal ein paar Treppen nach oben und hier sind wohl irgendwelche Wartungswege oder, weiß ich nicht, ja, Aufgang zu anderen Maschinen, oben geht's ja weiter. Irgendwas ist hier noch im Betrieb. Nur noch ein bisschen Strom summen. Und da unten, ich habe es gerade gezeigt, sind auch wieder diese Höhenangaben. Und die sind, sagt Michael, Pflicht in den, oder Pflicht, na, die gibt es halt immer, ne? Aber Pflicht sind sie wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Das weiß ich. Dass du eine Höhenangabe hast, wie hoch du gerade bist. So, und hier kann ich euch auf jeden Fall wieder viel erzählen. Ja, das war's dann auch. Hier sind ganz viele Hebel und Knöpfe und Druckanzeigen und Kessel 4 steht da und da Kessel 3, Kessel 2. keine Ahnung. Ja gut, mit Papierfabriken kennen die jetzt auch nicht so gut aus. Nee. Aber du kannst die halt, wie du siehst, prozentual einstellen, ne? Wie weit hier irgendwas geöffnet wird. Ne? Zum Beispiel Öl, Luft, so genau kenne ich mich damit auch nicht aus. Aber auf jeden Fall kannst du damit hier alles einstellen, regeln. Was diverse Warnleuchten anzeigen. Und siehst natürlich auch, wohin die Leitungen gehen. Ja. Ach, hier hast du noch ein Telefon, damit kenne ich mich aus. Das kannst du nämlich hier so abnehmen. Dann kannst du hier eine Telefonnummer eingeben und da anrufen. So, und ganz wichtig, wenn man fertig ist, muss man den Hörer nämlich auch wieder auflegen, weil sonst könnte das unter Umständen teuer werden. So, und das ist diese Schaltwand, die ich gerade gezeigt habe, von hinten. Guckt euch einfach mal ein, was hier für Schalter überall sind und Sicherung und Kabel und boah, also so viel Kabellagen auf einem Haufen habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, das ist schon verrückt, wenn man hier mal so die Papiere rumliegen sieht.
und sich mal vorstellt, was für Arbeitsschritte alle nötig sind, um so ein kleines, blödes Papier herzustellen. Ne? Da denkt man wirklich überhaupt nicht dran, wie man das in der Hand hält. Aber das ist schon verrückt, was dahinter steckt. Also ein Brennraum sozusagen, so was, wo Dampf halt entsteht. Genau. Wobei, ja. Brand hat es hier oben nicht mehr. Nee, okay. Ne? Also der Brennraum ist weiter unten. Ne? Und hier sind dann halt nur die heißen Gase durch. Ja. Ne? Haben das Wasser erhitzt, also Dampf erzeugt sozusagen. Und kommt dann irgendwann aus dem Schornstein oben wieder raus. Und so stellt man Dampf her. Genau. Deswegen, also so stellt man Wolken her. Ne? So entstehen Wolken. Die Wolkenmaschine, die gute. Die Wolken, das ist eine Wolkenmaschine, eine ehemalige. Ja, Leute, wir sind auch schon wieder durch, würde ich sagen, mit dem Gelände. Wir haben nicht ansatzweise alles gesehen. Extrem cool wäre noch gewesen, wenn wir eine Drohnenaufnahme von oben hätten. Aber das ist ja leider nicht möglich. Die Drohne ist ja, vielleicht haben es einige schon auf Instagram gesehen, hatte einen kleinen Unfall, sagen wir mal so. So, da müssen wir erstmal ein bisschen drumherum zirkeln. Oh, das klappt. Oh, oh fuck. Oh. Dann könnte man die Größe des Geländes nochmal zeigen, denn das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, weil, ja, wie man im Hintergrund sieht, das ist halt nur ein Teil davon und wir haben auch überhaupt nicht ansatzweise alles gesehen. Es ist halt riesig. Schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das überhaupt spannend findet, so alte Fabriken, Industrie und sowas. Es ist halt leider so, dass nicht mehr viel vorhanden ist, aber die Gelände doch schon sehr interessant sind, finde ich. Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!